Beinahe hätte der Hoodie in den Schrank gemusst und dann kam Marius Bülter und macht das Ding doch noch rein aus Elfmetern. Hallo und herzlich willkommen, Glück auf zum Legenden-Talk nach dem 1:1 in Augsburg. Klaus Fischer, Rüdiger Bramczyk, das war ein hartes Stück Brot und Arbeit, ne? Ja, wir haben uns zusammen zu Hause geguckt, habe gesagt, nach dem Spielverlauf, wer ein Tor schießt, gewinnt das Spiel. Und beinahe wäre es so gewesen, Gott sei Dank, gab es dann den Elfmeter und Bülter macht das 1:1. Es war kein gutes Spiel, ganz gleich, in zwei Mannschaften kämpfen auch, Augsburg kämpft noch um den Abstieg und so verlief das Spiel auch. Und wir sind durch einen entscheidenden Fehler in Rückstand geraten, das muss man einfach so sagen. Und ich würde Rall immer die Empfehlung geben, hau die Bälle weg oder spiel die flach zur Seite. Das ist das Beste, dann passiert auch nicht. Aber Bälle über die drüber spielen, einen hohen Ball, das soll er sein lassen. Das hat er wieder nicht schlecht gehalten, hat einen gut unten rechts rausgeholt. Aber diese Empfehlung gebe ich ihm. Und wir sind dabei, wenn man die Tabelle anschaut, wir sind mit dabei. Natürlich haben wir schwere Spiele vor uns, aber wer hat die nicht? Haben die anderen auch. Und ich habe gelesen letzte Woche, er war nicht zufrieden mit der Trainingsleistung, hat er auch angesprochen. Und vielleicht haben einige gemeint, es geht ihnen schon wieder zu gut, zu viele Punkte geholt, in der Rückrunde noch kein Spiel verloren. Nein, die Mannschaft muss bis zur letzten Sekunde fighten um jeden Punkt. Abi, ähnliche Meinung bei dir. Wichtig, dass er in der Woche bzw. zwei Tage vorm Spiel ein bisschen auf den Busch geklopft hat, der Trainer, nach dem schwächeren Training? Ja, also was der Klaus gesagt hat, ist vollkommen richtig. Das hat er wohl wahrscheinlich erkannt, dass da einige so ein bisschen Larifari gemacht haben. Und in der Situation, wo wir drinstecken, darf das eigentlich nicht passieren. Da müssen die Jungs bis Ende der Saison die Augen aufhalten und gucken, dass wir da unten rauskommen. Das Spiel selber fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Nur leider ist es immer so, wir haben auch davor schon mal ein paar Spiele gehabt, wo wir 0-0 gespielt haben, wo wir auch gewinnen konnten. Und eigentlich hätten wir das Spiel auch gewinnen müssen. Das muss man einfach so sagen. Wir haben die eine oder andere Chance gehabt. Terodde hat noch ein Riesending gehabt, wo ich das jetzt aber auch als schwierig fand. Der kam ziemlich hart rein, der Ball, und er hat einfach nur hingehalten. Er hätte auch reingehen können, aber so ist das nun mal im Fußball. Es ist nicht reingegangen. Wir haben natürlich ein Glück gehabt, ein bisschen diesmal, muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Elfmeter. Also es wird nicht immer so ein Elfmeter gepfiffen, wenn du angespielt wirst im 16er mit dem Rücken zum Tor und du gehst hin und der Ball oder der Fuß auf Fuß knallen dagegen, dass man sofort einen Elfmeter gibt. Also ich glaube, in dieser Situation haben wir sehr viel Glück gehabt. Und dass wir da einen Elfmeter gekriegt haben, ja gut, das war für uns natürlich super gewesen. Aber so, was mir gar nicht gefallen hat, das haben wir vielleicht Klaus noch gar nicht angesprochen, war eben, dass wir die ganzen Flanken über außen, die kamen überhaupt nicht. Also da kamen von 37 Flanken, glaube ich, eine an, ja, aber das ist zu wenig gewesen. Man hat sich da zu wenig einfallen lassen, zu überlaufen, dass man weiter zur Außenlinie hinkommt. Man hat aus dem Halbfeld Flanken geschlagen und da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Da ist jeder Abwehrspieler besser dran als ein Stürmer. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, als Thalassar dann in der zweiten Halbzeit da über rechts kam mehr, da hatten wir sofort zwei gefährliche Situationen. Einmal die Riesenchance von Terodde, die du ansprichst. Vorher gab es eine Ecke dann, weil er sich durchgespielt hat mit Brunner bis zur Grundlinie und dann wurde es gefährlich. Und dann, obwohl das zweimal klappt, hören wir damit auf. Man muss auch ehrlich sein. Ich will da keine Namen nennen. Aber die haben ja sehr große Probleme, um ein guter Bundesligaspieler zu sein oder zu werden. Das muss man sehen, wenn die Bälle, wie die reinkommen, Abi hat es gesagt, wie die reinkommen, und auch, es kommt auch nicht von der Bank, dass da mal irgendwas, einer reinkommt, der richtig Theater macht, das sehe ich auch nicht. Man kann sich immer nur auf die verlassen, die jetzt da spielen, Salazar, Terodde und auch der Frey schießt da auch kein Tor. Er ackert
wahnsinnig viel, gar keine Frage. Aber Tore machen ist auch nicht. Und du brauchst Tore, um zu gewinnen. Und er hat gesagt, die Flanken, hallo, wenn man andere sieht, wie die Flanken, aber das kann ich trainieren. Da, jeden Tag kann ich Flanken trainieren, dann werden die ja besser. Ich kann nicht immer Flanken in der Höhe, 1 Meter hoch. Da stehen die Abwehrspieler ja auch. Und da müssen wir dran arbeiten. Aber nicht, was ganz wichtig ist, wir dürfen jetzt nicht aufhören. Wir dürfen uns nicht ausruhen an dem, was wir geleistet haben in der Rückrunde. Ja, ich meine, in dem Spiel haben sie sich ja nicht ausruhen können. Die Augsburger spielen ja so ähnlich wie wir, ne, von einem Zweikampf in den nächsten. Und der Schiedsrichter, der dahinter genau hingeguckt hatte, Gott sei Dank, ne, der Herr Schlager, war da in der Szene ein Hit, aber vorher nicht so. Denn er hat uns gleich in den ersten Minuten die Zähne gezogen, nach dem Motto, die Augsburger hauen sich rein wie immer, ne, körperbetont. Und unsere beiden kriegen sofort eine Karte. Balanta, kannst du vielleicht noch drüber reden? Wobei normalerweise ein Schiri nach ein paar Minuten sagt, pass auf, Kollege, nochmal, du hast gelb. Ne? Und dann Kral war überhaupt noch niemals ein Foul, weil der spielt den Ball und wird dann trifft der andere ihn quasi. Also das ist eine Nummer, die hat uns ja fast das Genick gebrochen. Ich hatte größte Befürchtungen, als zwei unserer drei zentralen Spieler sofort mit gelb vorbelastet sind, in einem Spiel, wo du weißt, dass es 1000 Zweikämpfe gibt, also auch 1000 Mal die Möglichkeit, dass es zu einem Foul kommt. Ja, ist so. Also man hat natürlich da von der Schiedsrichterseite schlecht reagiert, finde ich auch. Also die gelben Karten waren gar nicht notwendig gewesen, weil im Endeffekt, es war ja keine großen Fouls. Es gab einige Fouls, die er schon eher bewertet hätten müssen mit einer gelben Karte. Die hat er gar nicht bewertet. Also das war schon wieder so ein Eiertanz. Ja, jetzt gebe ich mal eben mal schnell 2 gelbe Karten, dann beruhigt sich das Spiel. Aber auf der anderen Seite hat er gar nichts gegeben und das fand ich jetzt auch nicht gut. Ja, vielleicht hätte man der Ralle als Kapitän, ich weiß nicht, war er als Kapitän? Na, Yoshida. Ja, siehst du. Aber trotzdem hätte er mal hingehen können und irgendwas sagen können, dass nicht nur zu einer Seite gelbe Karten geben sollte. Zum Ralle habe ich jetzt gerade vergessen, was zu sagen. Ich fand, er hat sehr gut gehalten. Was wir natürlich schon über Wochen gesagt haben, ich war sehr überrascht gewesen, dass er jetzt da kaum Fehler macht, aber Klaus hat schon gerade angesprochen, man muss jeden Tag aufpassen, dass man keine Fehler macht, gerade unten. Und ich bin auch der Meinung, dass wir die Bälle wegschlagen sollten, also dann lieber auf den zweiten Ball gehen, als irgendwie solche Dinger zu machen, die wir gar nicht so richtig können. Und gut, einen hat er natürlich Weltklasse gehalten und das sehe ich also als sehr positiv. Also streichen wir ihm das Ding mal weg, was er da sonst gemacht hat. Jo. Ja, ich möchte noch dazu sagen, die Gefahr war ja groß, dass wir mit 10 Mann weiterspielen, mit Balanta. Und ich habe es schon beim ersten Spiel gesagt, wenn er das nicht bleiben lässt mit hier oben, zu schlagen, dann wird er rote Karten kriegen. Ich mag aggressive Spieler. Und er ist einer, der schon hingeht, aber unten und nicht oben. Das, ich glaube, da müssen wir mal drüber reden. Warum er das macht, das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht, weil er nicht 1,90 ist, ne, und deshalb ja, so versucht oben, ein bisschen da haben oben. Oben die Hände oder die Arme da oben zu tun. Natürlich muss man dann die Arme mitnehmen, wenn man hochgeht. Aber hier ist der Schlagen. Ja. Da können Sie froh sein, dass der Trainer gut reagiert, dass er ihn rausgenommen hat. Weil es war nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich. Ja. Und solange er das macht, nützt er der Mannschaft überhaupt nicht. Ja, also das war natürlich eine ganz gefährliche Geschichte, ne? Als er da einmal auch noch den Freistoß verzögert. Da ist mir auch ganz anders geworden, denn gerade wenn du 2 Mannschaften hast, die Mann gegen Mann spielen und nur auf 2 Kämpfe, da ist ja klar, wenn da einer fehlt, und haben wir gesehen, danach hatten wir immer Ballkontrolle und denen ist nichts mehr gelungen. Und ist natürlich auch so, dass es 2 defensive Leute waren. Wenn da mal vorne einer eine gelbe Karte kriegt, der wird nicht sofort irgendwann nochmal eine kriegen. Aber im Mittelfeld als Defensivmann muss man schon mal ein bisschen anders hingehen und da passiert es schneller, dass man die 2. gelbe Karte kriegt. Und er hat ja dann auch vernünftig ausgewechselt. Und Kral ist jetzt nicht unbedingt einer gewesen, der sehr aggressiv ist. Der kommt von einer ganz anderen Seite. Der läuft viel. Das war auch nicht eine gelbe Karte, die er gekriegt hat, meiner Ansicht nach. Aber bei dem konnte man schon sehen, beim Kral ist es ein bisschen anders, weil er nicht so aggressiv spielt. Ja? Er will Fußball mitspielen. Aber bei einem anderen hätten wir schon
beide Augen zudrücken müssen. Also ich bin ganz richtig und froh gewesen, dass er den rausgenommen hat, weil der Klaus, wie der Klaus sagte, der spielt natürlich ein bisschen anders. Ja, er ist anders gewohnt zu spielen und sehr aggressiv. Und wenn er da so einen Schiri hast, der sich da nicht beeinflussen lässt, dann fliegt er natürlich ganz schnell runter. Ne? Aber wenn du so spielst wie Ballante, egal in welcher Liga du spielst, ja, kriegst du gelbe Karten, fliegst du vom Platz, wenn du das nochmal machst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in irgendeiner Liga, dass man das machen darf. Also in Argentinien und auch in Brasilien, da geht es ganz anders zur Sache als hier. Ne? Vielleicht, er kommt ja daher, er ist Kolumbianer, ist aber groß geworden in Argentinien, hat bei River Plate gespielt, vielleicht hat er sich da das schon so angewöhnt. Also ich glaube auch, es war ja in dem Augenblick auch nicht so ein richtiger Schlag, sondern eher so ein hier drauflegen, damit der nicht so hochkommt. Ja, ne? Ich mag ihn ja, ich mag so einen Spieler, der aggressiv ist, der alles gibt, mag ich ja, aber das muss er bleiben lassen. Weil das ist das Schlimmste, wenn du hier einen richtig erwischst, ist alles geht kaputt. Ja? Und ja, das nächste ist ja, wo zwei Spieler von uns und von Augsburg hochgehen und hauen sich die Köpfe ein, weil sie Augen zumachen und nichts mehr sehen und noch zuschlagen. Das hat man ja gesehen. Das hat am Fernsehen, das hat wehgetan, wie die beiden zusammengehauen. Da muss ich ehrlich sagen, der ganzen Schädelbruch. Brunner und Retschbeschei waren das, ne? Und bei dem einen hat es ja auch ganz ordentlich geblutet, bei dem Elvis. Und ja, unser Brunner musste auch raus, hatte schon Probleme, ne? Mit der gebrochenen Nase. Hoffen wir mal, dass da bis Leverkusen alles wieder in Ordnung ist. Ne? Ja. Ja, wenn wir mal gucken, insgesamt muss man sagen, waren schon positive Werte auch. Klar, dass du mehr Ballbesitz hast, wenn du in Überzahl bist. 56% Zweikampfwerte hat man auch nicht oft gewonnen. Ne? Also haben gut dagegen gehalten, zum zweiten Mal in Folge einen Rückstand aufgeholt. Das haben wir bis jetzt in der Saison auch nur gegen Gladbach zu Hause und in Stuttgart, dass wir aus einem Rückstand noch einen Unentschieden gemacht haben. Jetzt gegen Dortmund und Augsburg zweimal hintereinander. Ne? Und Kollege Bülter, muss man auch sagen, zum zweiten Mal in der Saison in der Nachspielzeit, nämlich gegen Gladbach auch schon, eine Elfer verwandelt, wo alles dran hängt. Jetzt ist ja vieles positiv, gar keine Frage. Das nicht aufhören. Bis zum Schluss, bis zur letzten Minute versucht, den Ausgleich zu machen, auch wenn es Elfmeter war. Das spielt alles keine Rolle. Aber das ist ja alles positiv. Ja? Und aber diese Sachen, die wir habe ich auch angesprochen, mit Flanken, Vorbereiten von links, von rechts, das muss verbessert werden. Weil aus dieser Situation, da hast, dass du die Möglichkeit, Chancen herauszuarbeiten durch guten Laufweg und so weiter. Aber wenn die von einer Seite zur anderen, ja, ich habe zu meinen, immer gesagt, wenn einer von uns, damals auch, von einer Seite zur anderen hat, hat ihn der Zeug war dann Eisenschiene reingemacht, da hat er kein Gefühl gehabt. Also man muss schon, man kann das trainieren, da man schon vor das Tor flanken kann, auch wenn man ein bisschen fester flankt. Vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, du warst ja mit einem mehr. Also das hätten sie besser ausnutzen müssen über außen, weil Augsburg, die stand schon zentral gut, das muss man wirklich sagen. Aber außen, da hätte man viel mehr machen können, weil da hätte man, glaube ich, das Spiel eher gewinnen können, wenn man sich da was einfallen ließ. Also anspielen, nach außen vorbei rumlaufen, dass man eben näher zur Außenlinie hinkommt. Dann sehen die Abwehrspieler auch schlechter aus, weil dann können die Stürmer reinspringen. Und ja, das haben sie natürlich richtig falsch gemacht. Aber ich glaube, Thomas Reis, das hat auch, glaube ich, soweit wie ich das mal gesehen habe jetzt, oder gelesen habe, der war auch nicht mit zufrieden gewesen. Er hat auch gesagt, also bei außen war eine Katastrophe, was wir da gespielt haben. Aber gut, wir haben einen Punkt geholt und das ist eigentlich das, was wir ja vorausgesagt haben. Wenn wir einen Punkt holen, sind wir schon glücklich. Aber man hätte da gegen 10 Mann wahrscheinlich doch ein bisschen mehr machen müssen und da schon 3 Punkte holen müssen. Ja, ich muss ja immer wieder Bayern drauf ansprechen, auch wenn sie gestern verloren haben. Aber über außen mit Coman und egal wer das ist auch manchmal, entweder das ist ein Dribbling von Coman oder ein Hinterlaufen. Und das ist das, was mir fehlt. Weil durch Hinterlaufen, was du auch schon öfter angesprochen hast, kommt Bewegung ins Spiel. Der Abwehrspieler, wie verhält er sich jetzt? Und das geht ja dann ganz schnell. Aber wenn nur immer einer da ist und hat das Dribbling nicht, was passiert dann?
der kommt aus dem Halbfeld, die langen Bälle. Und das bringt er überhaupt nicht, weil da sagt der Abwehrspieler Dankeschön und da kommt nichts bei rum. Deswegen muss man das versuchen. Und die Möglichkeiten sind da, die laufen ja viel. Also kann ja auch diesen Laufweg aufmachen. Und wenn die Flanke hinter das Tor oder abgefangen wird und so weiter, da wäre es mal nicht sein, dass vorne abgefangen wird. Da muss ich über den ersten Pfosten drüber und da kann er sofort wieder zurück. Also laufen tun sie eh genug. Aber da muss ein bisschen mehr kommen, glaube ich. Ja, nachdem also in den Spielen davor die Tore ja fast alle über Flanken von außen gefallen sind, hat es diesmal überhaupt nicht funktioniert. Wollen wir hoffen, dass es besser wird. Kurz müssen wir natürlich den Rekord ansprechen. Ne? Noch nie hat es das gegeben in 60 Jahren Bundesliga, dass der Tabellen 18. nach der Hinrunde dann in die Rückrunde mit 8 Spielen ohne Niederlage startet. Den bisherigen Rekord hatte Schalke 04 selber, 93-94, auch da haben wir dann anschließend die Klasse gehalten. Insofern gutes Omen, ne? Auch wenn wir noch lange nicht am Ziel sind. Ja, jetzt geht's also gegen Leverkusen. Ja? Und da habe ich mal natürlich erstmal in die Statistik geguckt von euch beiden. Ne? Und da steht nicht viel mit Schalke. Du hast nur einmal gegen Leverkusen gespielt, da wollen wir gar nicht drüber reden mit Schalke. Und du auch nur zweimal. Aber ein bedeutsames Spiel war noch dabei für dich am Ende der Karriere mit Bochum, den letzten Heimsieg deines Bundesliga-Lebens, deiner Karriere oder den letzten Bundesliga-Sieg überhaupt hast du mit Bochum gegen Leverkusen eingefahren. Ja, aber heute ist Leverkusen eine andere Mannschaft, glaube ich, als damals. Das war, glaube ich, den Anfängen von Leverkusen. Und man hat schon gesehen, auch gestern gegen Bayern, also die haben schon Tempo und haben schon gute Spieler. Ja, und natürlich ist gegen uns ein anderes Spiel, aber du musst drauf sein. Du darfst denen keinen Meter geben, weil wenn die Raum haben, zu laufen, zu spielen, dann wird es verdammt schwer. Du musst die bekämpfen von der ersten bis zur letzten Minute. Was dabei rauskommt dann, da wird sich dann zeigen. Ja, das ist natürlich hypergefährlich, wie du schon sagst, wenn die Raum haben, weil schneller als Djabi und Frimpong oder genauso schnell und auch Adli ist keiner, ja, in der ganzen Liga nicht und auch nicht bei uns. Wenn die ins Laufen kommen und wenn der Wirtz die schicken darf, ne, das ist ja auch ein kleines Genie, unglaublich, ne, so jung und so genial am Ball. Ja, sicherlich, super Fußballer, aber durch die schnellen Leute, die sie haben, dadurch gewinnen sie natürlich ihre Spiele. Das hat man gestern gesehen gegen Bayern. Und was sie natürlich auch gerne machen, und das ist eigentlich selten in der Bundesliga, dass die 1-gegen-1 gehen. Ja, also da sind ein paar dabei, die marschieren einfach 1-gegen-1 drauf los. Und das finde ich gut an der Mannschaft. Das hat er ja sehr gut gemacht bis jetzt. Die haben ja auch so einen Rumpel gehabt am Anfang. Aber jetzt merkt man langsam, dass sie eingespielt ist. Er lässt 2-3 Mal schon jetzt die Truppe fast immer gleich spielen. Und man sieht, die haben schon ein bisschen Qualität. Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht auskontern lassen. Ich glaube, dass dann wir Schwierigkeiten kriegen, wenn wir 1-gegen-1 gehen. Sondern da muss man außen, muss man auch ein bisschen zumachen vielleicht. Mit 2 Leuten irgendwie noch ein bisschen abschirmen. Also wird sicherlich ein interessantes Spiel. Aber auch Leverkusen kann man schlagen, gar kein Thema. Es wird ein intensives Laufspiel, muss das sein, von unserer Mannschaft. Und wir spielen ja zu Hause, glaube ich. Ja, er darf nur nicht zu viel Raum, hast du gesagt, nur nicht zu viel Raum lassen, weil die Raketen, wenn sie die zünden, mein lieber Mann, da geht aber die Post ab. Ja, also die sind von der Offensive her eine der besten Mannschaften der Liga, ist überhaupt keine Frage, stehen aber nur auf Platz 8. Und das liegt eben daran, dass sie oft gegen Mannschaften, die kompakter sind, ihre Probleme kriegen. Ne? Weil so um den Strafraum rumspielen und dann irgendwie so mit Flanken und so, das ist nichts. Ne? Die wollen flach und steil spielen und das müssen wir ihnen dann eben nehmen, die Chance. Da müssen wir ihnen nehmen und wenn wir mal den Ball abgefangen haben, auch da müssen wir versuchen, schnell nach vorne zu spielen, wenn der Raum noch da ist. Wenn wir dann wieder einen Querpass oder einen Rückpass, ist alles wieder vorbei. Und ja, es wird ein interessantes Spiel, denke ich. Und ich hoffe, dass die Mannschaft gelernt hat daraus, dass man im Drängen sich nicht hängen lassen darf. Der Trainer hat das angesprochen. So, jetzt wissen sie Bescheid und jetzt warten wir auf dieses Spiel.
Ja, jetzt haben sie ja ein paar Tage frei und dann gibt es das Testspiel gegen Venlo am Freitag um 13 Uhr im Parkstadion, wo alle mal ein bisschen Spielpraxis kriegen sollen. Dann hoffen wir, vielleicht kommt der ein oder andere wieder. Ne? Drexler wäre schon auf Außen eine wichtige Alternative. Und mal gucken, was noch geht personell. Ansonsten, ja, müssen wir auf den Bayern-Fluch hoffen. Ja, ne? Ist ja bekannt. Die Jungs, die gegen Venlo, die reinkommen, die immer auf der Bank sitzen, die müssen mal Mut zeigen, wo man jetzt eins gegen eins gehen. Mal Mut zeigen. Ich will mal einen umspielen oder einen weglaufen. Ja, das gehört alles dazu. In einem Freundschaftsspiel ist ein Test, oder was ist ja das? Ja, ja, ja. Ja, da kann man mal was testen. Ne? Ja, oben, genau. 13 Uhr am Freitag auf dem Schalker YouTube-Kanal live zu verfolgen. Ne? Können alle Hobbytrainer gucken, ob sich da einer anbietet. Abi, du, habe ich angesprochen, hast ja nur einmal mit Schalke gegen Leverkusen gespielt, aber ein paar Mal mit den anderen da und auch einmal mit Nürnberg. Aber ich wollte auf ein Spiel hinaus mit den anderen, wo ihr zu Hause gegen Leverkusen 0-3 zur Halbzeit zurückgelegen habt. Und dann hast du das 1-3 gemacht und am Ende war es noch ein 3-3. Aber das erzähle ich in erster Linie deshalb, weil wir wollen ja, haben ja kein Interesse daran, hier die Rubens-Taten von den anderen zu erzählen. Aber du hast damals zusammengespielt in einer Mannschaft mit Rolf Rüssmann und mit Sigi Böninghausen. Und der hat heute Geburtstag. Und dann wollen wir sagen, ja, Sigi, herzlichen Happy Birthday, Junge. Herzlichen gut. Glückwunsch. War ja auch schon mal hier als Gast. Ne? Ja. Und Schalker Jugend, dann musste aber irgendwie über die Dörfer, über die anderen Vereine da. Wir reden nicht drüber, die Rot-Weißen von nebenan, die Schwarz-Gelben von nebenan, komisches Leben sagen, geführt. Die Jungs haben es ja schwer gehabt damals, weil wir hatten eine gestandene, sehr, sehr gute Mannschaft. Und dann aus der Jugend raus in die erste Mannschaft, war schon schwer für die Jungs, muss ich ehrlich sagen. Aber der eine oder andere hat sich eben auch durchgesetzt dann eben bei anderen Vereinen. Gut, also Glückwünsche an Sigi und Wünsche auch in Richtung in 2 Wochen, ja. Für das Spiel gegen Leverkusen, Samstag 15.30 Uhr. Ich glaube, das einzige Spiel in der Rückrunde, wo wir zu Hause um 15.30 Uhr spielen, am Samstag zum klassischen Bundesliga-Termin. Freuen wir uns drauf und hoffen, dass die Mannschaft zusammen mit den 60.000 das Ding rockt. Vielen Dank, Klaus. Vielen Dank, Abi. Und euch eine schöne Woche, ein schönes freies Wochenende. Das ist ja eine komische Geschichte, ne? So ohne Schalke. Tschüss, Glück auf. Tschüss.